Willkommen zum vierten Teil unserer Serie Umstieg auf Windows 11. In diesem Video sehen wir uns das Zusammenspiel zwischen Windows 11 und Android 12 an. Das geht mit der App namens Ihr Smartphone, die direkt in Windows 11 integriert ist. Als erstes werden wir das Pixel 6 Pro und Galaxy Z Fold 3 mit dem Yoga 9 verbinden und danach schauen wir uns an, was dadurch möglich wird. Und ich sage jetzt schon, es wird Unterschiede geben. Ihr werdet staunen, denn eine Funktion übertrifft selbst das Zusammenspiel zwischen iOS und macOS. Ich sage euch, das ist das One More Thing. Bleibt also unbedingt dran. Let's go! Das hier ist Teil 1. Jetzt sehen wir den Startbildschirm der App Ihr Smartphone. Hier sehen wir schon die erste Möglichkeit. Und auch die Voraussetzung, dass Android 7 oder höher notwendig ist. Mit einem Klick auf erste Schritte beginnen wir den Prozess. Jetzt kriegen wir eine animierte Anleitung, wie wir vorzugehen haben. Wir sollen auf unserem Smartphone in den Browser gehen und dort www.aka.ms/yourpc eingeben. Oder aber man geht ganz simpel in den Play Store, tippt dort Ihr Smartphone ein und lädt die App Begleiter für Ihr Smartphone herunter. Ist das nicht einfacher? Besitzer eines Samsung oder Surface Duo Gerätes brauchen diesen Schritt nicht, da die App bereits vorinstalliert ist. Wenn die App auf dem Smartphone ist, setzen wir ein Häkchen bei Ich habe die App Begleiter für Ihr Smartphone, Link zu Windows und wählen mit QR-Code koppeln. Wir haben zwar auch die Möglichkeit der manuellen Kopplung, aber ich denke, die erste Variante mit dem QR-Code geht schneller. Das Pixel 6 Pro verknüpfen wir per QR-Code und danach vollziehen wir die Verknüpfung des Galaxy Z Fold 3 manuell. Damit haben wir beide Varianten abgedeckt. Wir klicken also auf Mit QR-Code koppeln. Jetzt werden wir gebeten, die App auf dem Smartphone zu öffnen und um damit den QR-Code zu scannen. Die App sagt Smartphone und PC verknüpfen. Darauf klicken wir. Dann werden wir gefragt, ob der QR-Code auf dem PC bereit ist. Das bejahen wir und erteilen der App die nötigen Zugriffsrechte auf die Kamera, damit es den QR-Code scannen kann. Gleich danach macht die App den Rest und verknüpft sich mit dem PC. Es werden weitere Zugriffsrechte abgefragt, die nötig sind, wie der Zugriff auf die Kontakte für Anrufe und SMS oder das Ausführen im Hintergrund. Das Smartphone können wir nun ruhig zur Seite legen und mit dem PC weitermachen. Analysedaten möchte ich nicht an Microsoft senden. Alles bereit, lautet die Information. Wir klicken auf Weiter. Wir werden herzlich willkommen geheißen. Alles, was wir gerne auf dem Smartphone tun, ist nun über den PC zugänglich. Und was das bedeutet, gucken wir uns im zweiten Teil an. Klick auf erste Schritte. Dieses Fenster bejahen wir. Beim zweiten Fenster können wir entweder die App einrichten oder die Einrichtung überspringen. Wir vollziehen dennoch die Einrichtung. Beginnen wir links oben mit Meine Benachrichtigung. Um Benachrichtigungen zwischen Smartphone und PC synchronisieren zu können, müssen wir wieder Zugriffsrechte erteilen. Das muss auf dem Smartphone geschehen. Also klicken wir auf Einstellungen auf Smartphone öffnen. Seht her, das Pixel 6 Pro springt direkt in das richtige Menü. Wir klicken auf Ihr Smartphone Begleiter und dort auf Benachrichtigung Zugriff erlauben. Dann auf Zulassen. Das war's und wir sehen nun die Benachrichtigung des Smartphones auf dem PC. Wir klappen die Leiste mal auf und springen zum zweiten Punkt Nachrichten. Hier werden wir nicht nach Zugriffsrechten gefragt. Okay, let's go zum dritten Punkt. Fotos. Auch hier werden wir nicht nach Zugriffsrechten gefragt. Okay, let's nochmal go. Vierter Punkt. Anrufe starten und empfangen. Das wiederum benötigt Zugriffsrechte. Lasst uns diese gewähren. Ein Klick auf erste Schritte. Das war's schon. Damit haben wir die App komplett eingerichtet. Gucken wir uns den Aufbau der App mal an. Die linke Symbolleiste lässt sich durch einen Klick auf das Hamburger Symbol aufklappen. Dann sieht man als Hintergrundbild das Bild vom Pixel 6 Pro. Ein genialer Touch und Liebe zum Detail. Man sieht die aktive Verbindung, den Akkuzustand sowie die Schnelleinstellung. Schauen wir mal, was alles einstellbar ist. Man kann Benachrichtigungspunkte ein- und ausblenden lassen, sowie den Inhalt ein- und ausblenden. Weiter kann man die verknüpften Geräte verwalten, einige Einstellungen zur Benachrichtigung, Nachrichten, Fotos und Anrufe vornehmen. Das Hintergrundbild sowie das Design auswählen. Zu guter Letzt noch die gespielte Musik anzeigen lassen oder eben nicht. Mit all diesen Funktionen braucht man sich keine Sorgen mehr zu machen, einen Anruf, eine SMS oder eine andere Benachrichtigung zu verpassen, wenn man an seinem PC ist
und das Smartphone außer Reichweite liegt. Im Gegenteil, man ist nicht nur up-to-date, sondern kann auch Anrufe vom PC aus starten oder Fotos angucken und auf dem PC kopieren. Das ist sehr simpel. Jetzt kommen wir zum One More Thing. All die, die die Apple Keynotes kennen, wissen, was das ist. Dachtet ihr, das ist alles? Dann wartet mal ab. Ich zeige euch, was zusätzlich mit dem Galaxy Z Fold 3 machbar ist. Samsung scheint enger mit Microsoft zu arbeiten als Google selbst. Seht mal, nach der manuellen Verknüpfung des Fold 3 bekommen wir nicht nur die gerade gespielte Musik zu sehen, nein, es gibt eine Zusatzfunktion, die da heißt Apps. Wir sehen alle auf dem Fold installierten Apps und können sie sogar öffnen und verwenden. Das ist Wahnsinn, wirklich. Egal ob ein Spiel oder Instagram beispielsweise. Man kann die App starten und verwenden. Das geht über das Pixel 6 hinaus und selbst macOS und iOS bieten so etwas nicht an. Ich finde es wirklich mega klasse, dass so etwas möglich ist. Sei dahingestellt, ob man es verwendet oder nicht. Es ist möglich. Ich finde den Funktionsumfang schon jetzt ziemlich ausreichend. Aber für die Zukunft ist geplant, dass Android-Apps direkt, also ohne Umweg mit Smartphone, in Windows 11 laufen. Ich bin sehr darauf gespannt. Lasst uns gemeinsam abwarten, wann es soweit ist, wie gut das Ganze funktionieren wird und letztendlich, ob wir solch eine Funktion überhaupt verwenden bzw. brauchen. Damit verabschiede ich mich und sage bis gleich. Im fünften und nächsten Teil geht es um den Datentransfer von macOS auf Windows sowie iOS auf Android. Klickt dafür auf die Karte. Bis gleich. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless.